Leute, der Kev ist mal wieder back am Start für euch und heute geht's mal wieder ganz gediegen um eine Runde Skyrim. Ihr habt jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten, die Sache mit Jorvaskr so ein bisschen weiterzumachen oder für die Rotwadronen das zu machen, und das machen wir jetzt mal. Rotwadronen. Ich glaube, es sollte Rotwadronen heißen, aber irgendwie sagt jeder Rotwadronen oder der Großteil. Er ist hier übelst das Skyrim-Sucht, die ist, ja, tut mir leid. Aber gibt's ja in der Welt oftmals, dass man Sachen anders ausspricht. Das können ja nur die wissen, die dieses Spiel entworfen haben, wie es wirklich heißen soll. Wa? So. Das spiele ich eigentlich immer noch damit. Obwohl, wir können es eigentlich ruhig mal machen. Ja. Heute ganz entspannt, ja. Eine Quest nach der anderen machen. Ganz, ganz ruhig. Und gechillt. Wir müssen uns hier nicht abhetzen. Der Pfeil im Kopf gesteckt hat. Ich hätte übrigens mal mein Zeug ausleeren sollen, war. Mein Inventar. Gehen wir mal rein ins Schwindlernest. Den Kematu sollen wir auch noch killen. Ich bin da gestern nach der Aufnahme nochmal reingegangen. Der war nicht mehr in der Zelle, nachdem ich draußen war. Es war einfach wieder ein Ladebug, Anzeigebug, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er raus und ist der Pfeil ist jetzt auch hier. Gefällt mir nicht so recht, dass diese Alikir-Krieger sich hier verstecken. Die bringen nichts als Ärger. Behaltet es für euch. Die bezahlen uns nicht fürs Reden. Ist da jemand? Ah, er hat mich noch gar nicht mitbekommen, so richtig. Ich komme mit der Steuerung nicht klar von der Empfindlichkeit her. Und wir müssen uns mal neue Pfeile machen. Also Richtung Dedrische Pfeile oder Drachenknochenpfeile. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So. Ist einer. Geh zur Akademie, sagte Vater. Benutzt euren Verstand, hat er gesagt. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? Was war das? Scheiße, ich bin zu blöd zum Treffen gerade. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Lassen wir die Spielchen. Boah. Was wollt ihr machen? Hä? Was wollt ihr machen? Bisschen Bogen spielen. Auch ein bisschen unrealistisch, dass ich so viel Hammerschläge aushalte. Also wenn ich im Real Life so einen Hammer abkriegen würde, mit dieser Wucht, die er da rauspfeffert, wäre mein Kopf einmal und Matsch. Aber naja, ne? Sind ja immer noch in einem Spiel. So, habe ich den so weit weggepfeffert? Der kann eigentlich nur runtergefallen sein hier. Okay. Hä? Na gut, ich. War ja schon wieder jemand.
kann ja auch bestimmen, wie doll der Bogen gespannt ist und so weiter. Das kann man ja alles bestimmen. Und das ist eigentlich auch ganz entspannt. Und den Hammerschlag hätte ich jetzt im Real Life Safe Call nicht überlebt. Vielen Leuten sollte man eigentlich immer mal aufs Schwert wechseln. Oh, übertreib's doch nicht, Mann. Ich werde doch so langsam, ne? Seht schon, also Eiszauber ist schon heftig. Man kann auch nur mit Zaubern kämpfen, das geht ja auch, aber da bin ich überhaupt gar kein Freund von. Aber eigentlich wollte ich ja sowieso irgendwann mal komplett so ausgebaut sein. Das habe ich mir damals nicht angetan, dass ich da so extrem viel Zeit reingesteckt habe. Also in dem Spiel habe ich viel Zeit verbracht, aber dass ich alles auf Stufe 100 gebracht habe, das haben wir damals nicht so gemacht, beziehungsweise ich. Rede gerade von uns, obwohl wir gar nicht zusammen dieses Spielerlebnis hatten. Das könnte man sich dieses Mal eigentlich sogar antun. Mal gucken. So. Wo sind sie denn alle? Voll cool, wenn Kimato sogar der Chef gewesen ist und es nur verarscht hat. Aber ich glaube, das war nicht so. Alekia, halt! Ihr habt eure Stärke bewiesen. Lasst uns weiteres Blut vergießen. Ach, er! Hab ich schon gesehen. Keine Dummheiten, Krieger. Der Grund für euer Hiersein ist kein Geheimnis. Und ihr habt euer Können im Kampf bereits unter Beweis gestellt. Lasst uns einen Augenblick reden und niemand sonst muss sterben. Ich glaube, wir können alle von der gegenwärtigen Situation profitieren. Meine Männer werden euch nicht angreifen, wenn ihr eure Waffen senkt. Ich wurde geschickt, euch zu töten. Natürlich. Ihr wurdet geschickt von, wie nennt sie sich dieser Tage doch gleich? Shazra? Sadia? Eines von beidem, korrekt? Hat sie an euer Ehrgefühl appelliert? Eure Gier? Oder vielleicht ein eher niederes Bedürfnis? Es spielt keine Rolle. Sie hat euch ganz sicher überzeugt, dass sie das Opfer ist. Aber wisst ihr überhaupt, weshalb wir sie verfolgen? Sadia hat es mir erzählt, ihr seid Assassinen, oder? Ich bin angeheuert worden, um euch zu töten, und das werde ich jetzt tun. Wie bitte? Nein, nichts derart Grobes. Sadia, wie ihr sie kennt, wird von den Adelshäusern von Tarnet wegen Verrats gesucht. Wir wurden angeheuert, um sie in Hammerfell der Justiz zu überstellen. Ihr könnt uns dabei helfen und dafür sorgen, dass niemand mehr verletzt wird. Was hat sie denn verbrochen? Wir sind war nämlich natürlich die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tarnet sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Seine Anhänger dürsten nach Gerechtigkeit. So, wem helfen wir jetzt? Ihr oder ihm? Mit ein bisschen Hintergrundwissen könnte man ja jetzt natürlich wissen, ob es wahr ist oder nicht. In dem Fall weiß ich es aber nicht. Komm, wir schlachten jetzt einfach ab. Scheiß drauf. Ich hatte gehofft, wir könnten, dass wir hätten vermeiden können, euch... Aber nun gut,
Wenn ihr es auf die harte Tour haben wollt, dann soll es so sein. Ja. Komm, schlag mich. Mensch, schlagen. Boom, boom, boom. Tja, so ist das, ne? Down sind sie alle. Ging ja schnell. Haben wir auch ganz schön was ausgehalten, wenn man es mal genau nimmt. Boah, alles scheiße aus. Ich nehme einmal alles mit. So, dann haben wir es ja jetzt geschafft. Das war ja easy way. Und dann brauchen wir gar nicht erst untersuchen. Ist noch eine Truhe. Ey, spring. Zack. Wir haben uns einfach mal für ihre Seite entschieden. Obwohl wir eigentlich im Endeffekt gar nicht wissen, wer jetzt die Wahrheit erzählt. Aber ich weiß es jetzt echt nicht. Dafür hätte ich jetzt Hintergrundwissen haben müssen, um das zu wissen, wer jetzt hier nun die Wahrheit erzählt. Aber wir tun einfach mal so, als ob wir einer Frau oder einer Frau in Nöten geholfen haben. Da wir es jetzt einfach nicht wussten. Warte mal, da gehe ich doch wieder. Da lang müssen wir. Da sind wir nämlich gekommen. So, also haben wir jetzt einfach mal so getan, als ob wir einer Frau in Nöten helfen. Kann natürlich auch komplett der falsche Weg gewesen sein, aber das werden wir dann schon bei gegebener Zeit herausfinden, denke ich mal. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zu ihr hin. Ja, ja, ja. Es ist schon... Weiß nicht, bei der Geschichte hätte man schon mal ein bisschen mehr wirklich Hintergrundwissen kriegen können, ohne dass man da irgendwie im Internet oder so nachgucken soll. Wartet mal. So. Erstmal die Waffe weg, wollen ja hier nicht so doll auffallen. Auf zur beflagten Möhre und mal gucken, was die jetzt sagt. So. Und vor allem wird das Let's Play hier sowieso noch eine ganze Weile gehen, weil wir haben noch lange nicht alle Schreie und vor allem alle Stufen der Schreie. Also da braucht er schon mal keine Angst haben. Ich habe ja gesagt, ich möchte so ein bisschen eher in Richtung 100% Let's Play gehen. Deswegen gehen wir auch noch nicht zum Endkampf. Wären wir ja mehr oder weniger schon fertig. Und das haben wir ja noch nicht getan und werde ich jetzt auch noch nicht tun. So. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Ja. Die Alikir werden euch keine Probleme mehr bereiten. Endlich. Ich kann in Frieden leben. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch nicht genug danken. Lüm. Nehmt diese Belohnung. Als ich fortging, konnte ich etwas von meinem Reichtum aus Hammerfell hinausschmuggeln. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Für den Moment erhalte ich meine Tarnung hier aufrecht. Ihr seid mir in der beflaggten Meere immer willkommen. Dann fragen wir sie gleich mal, was es gibt. Kommt drauf an. Seid ihr durstig, hungrig? Beides? Alles klar. Was sie nicht alles verkauft, ne? Heftig. Nein, ich wollte es nicht kaufen. Ich habe eigentlich B gedrückt. Es war mir ein Vergnügen. Geil. Ja, Leute, in dem Sinne wollte ich mich aber auch für heute verabschieden. Weil wir, wenn ihr jetzt noch das andere anfangen, das dauert dann eventuell zu lange. Und lieber mache ich, wie ich auch schon bei Zelda sagte,
ein 15-Minuten-Part, dann wird es nicht zu langweilig für euch, weil ey, wenn ich mir ein Let's Play angucke, habe ich immer so das Gefühl, wenn ich eine halbe Stunde jemandem zugucke, dann wird es irgendwann langweilig. Außer bei Gronkh, aber ich bin kein Gronkh und das möchte ich halt so ein bisschen vermeiden. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.